Am vergangenen Samstagmorgen macht sich die Kölner Szene auf den Weg zu ihrem Auswärtsspiel nach Hoffenheim. Der Szenehaufen ist via Schiene unterwegs und fährt an diesem Tag mit Regionalverbindungen nach Baden-Württemberg. In Sinsheim angekommen sehen die Fans vom FC eine starke Vorstellung ihrer Mannschaft, die die TSG mit 1:3 in die Schranken weisen kann. Während der Partie zeigt die Kölner Szene auch ein für immer Westfalenstadion-Banner, welches Solidarität mit den befreundeten Dortmundern zeigen soll. Hier sprach sich Signal Iduna Vorstand Leitermann vor einer Woche gegen die Verwendung des Namens der alten Dortmunder Heimstätte aus. Nach dem Spiel macht sich die Szene wieder auf den Weg in die Domstadt. Als der Regionalzug mit Kölner Fans um kurz vor 23 Uhr an einem Kleinbahnhof in Rheinland-Pfalz einfährt, werden sie bereits erwartet. Am Bahnhof Urmitz stehen so laut Zeugenberichten mindestens 50 in Schwarz vermummte Personen, die versuchen, die Anhänger des FC Kölns überraschenderweise zu attackieren. Durch das rechtzeitige Verschließen der Türen konnte ein Angriff vereitelt werden, heißt es weiter in einem Journal. So können die Domstädter sehen, wie die in etwa 50 Angreifer im Anschluss wieder in ihre Fahrzeuge flüchten. Die wenig später eintreffenden Einsatzkräfte können keine Personen vor Ort mehr feststellen. Die Regionalzeitung Blick Aktuell berichtet zudem noch Folgendes: Als die Regionalbahn 25.442 gegen 22.40 Uhr im Bahnhof Urmitz einfuhr, befanden sich dort schätzungsweise 50 vermummte Personen mit mehreren PKWs aus dem Zulassungsbezirk Berlin. Bei Halt des Zuges versuchten sie, die Kölner Fans im Zug anzugreifen. Welchem Lager die angreifenden Personen entsprechen, bleibt bis zu diesem Zeitpunkt unbekannt. Auch warum die Personen größtenteils in Autos mit Berliner Kennzeichen flüchteten, ist fraglich. Letztendlich fuhr der Regionalzug mit den Kölnern weiter und erreichte ohne weitere Vorkommnisse am späten Abend den Hauptbahnhof Köln. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.